Jetzt freue ich mich erstmal, dass Constanze Kurz hier ist. Lassen Sie mit einem großartigen Applaus begrüßen. Ja, also vielen Dank, Ingo. Ich habe nur 20 Minuten Zeit. Entsprechend will ich hier keine große Vorrede starten, sondern gleich ins Thema einsteigen. Weil über die Staatswehr natürlich eine Menge mehr als 20 Minuten lang zu reden gibt. Aber ich will mich heute auf ein paar Sachen beschränken. Zum einen auf so ein bisschen, deswegen Herr Stefanik, auf die Rückkehr der Regierungsmalware, also die aktuellen Aktivitäten, die sich darauf beziehen, was die politischen Pläne gerade sind. Dann möchte ich natürlich ein bisschen sprechen über ein Urteil. Und aus meiner Sicht war im April relativ wenig Widerhall gefunden hat. Und ich möchte vielleicht auch nochmal ein bisschen einen gewissen Appell an alle richten. Ich glaube ja, dass diese Urteile aus Karlsruhe auch das sind, was wir daraus machen in gewisser Weise. Daraus müssen sich konkrete Forderungen ableiten. Da muss der Zustand, den wir so in den letzten 7, 8 Jahren erreicht haben, dass diese Urteile als Kopiervorlagen für neue Gesetze genommen werden, kein guter ist. Das müssen wir damit auch artikulieren. Aber ich will vor allen Dingen auch ein bisschen darauf eingehen, wieso im Bund und im Land auf politischer Ebene gerade so die Vorhaben sind in Bezug auf Staatstrojaner. Also ich werde keine formale Definition dazu geben. Ich glaube, alle wissen, Staatstrojaner ist eine sozusagen staatliche Malware, im technischen Sinne eine Spionagesoftware, und der sozusagen der Rechtsterminus ist sozusagen eine heimliche Datenerhebung. Die Juristen finden ja dafür andere Begriffe, und in der Regel hat sich dieser Begriff Staatstrojaner dafür quasi eingebürgert. Und ich will die auch ein bisschen gegenüberstellen. Wir haben natürlich zwei Urteile. Das ist eigentlich eine bemerkenswerte Sache. Das unser höchstes Gericht, der Hohe Ansehen auch in Deutschland genießt, hat sich zweimal explizit zu dieser Regierungsmalware geäußert. Nämlich einmal 2008, wie sich irgendwie noch erinnern, war damals ein großer Streit in dem Sinne, dass die Öffentlichkeit erstmals über so eine staatliche Spionagesoftware überhaupt informiert wurde. Die Presse hat sehr viel geschrieben, es ging damals um ein Landesgesetz, nämlich Gesetz, Verfassungsschutzgesetz in Nordrhein-Westfalen. Und da einfach ein sehr grundsätzlicher Streit über die Grenzen, und dann gab es ein Urteil im Februar 2008. Und nun sind klar viele Jahre vergangen, mit Diskussionen auf nationaler Ebene, aber auch internationalen Diskussionen um staatliche Infiltration. Natürlich auch zwischendurch der Staatsförderer vom CCC, der sicherlich auch nochmal politisch und rechtlichen Veränderungen bewirkt hat. Aber wir haben vor allen Dingen heute eine andere Bewertung in den Urteilen in Bezug auf den sogenannten Kernbereichsschutz. Der juristische Terminus für die Intimsphäre eines Menschen ist der Kernbereich der privaten Lebensgestaltung. Das ist ein bisschen grobiger Begriff für das, was gemeint ist, wenn man Höchstpersönliches meint. Ich will das nochmal betonen, weil ich finde, dass da immer relativ viel Konfusion herrscht. Hier geht es also nicht um private Daten, sondern hier geht es um Höchstpersönliche. Also geht es mit engen Freunden, vielleicht noch mit Ärzten oder in meinem Schlafzimmer bespreche, jedenfalls nicht private Daten, sondern Höchstpersönliche. Dieser Kernbereichsschutz war jetzt in diesem zweiten Urteil nochmal wichtig. Das zweite Urteil ist, wie gesagt, im April ergangen, die meisten werden es mitbekommen haben. Da ging es aber leider nicht nur um Staatsbürger, sondern um sehr viel mehr Überwachungsmaßnahmen, die im DKA-Gesetz und im Bundeskriminalamtsgesetz enthalten sind. Da war also dieser Staatsbürger nur ein Teilaspekt. In der Anhörung, die so 6 Stunden wieder ging, und der CCC war in beiden Fällen als Sachverständiger mit dabei, waren anders als im ersten Urteil nur so, würde man sagen, vielleicht 1,5, 2 Stunden sehr viele andere Themen. Dennoch, das Urteil hat besonders in Bezug auf die Auswertung von kernbereichsrelevanten Daten ein bisschen anderen Zuschlag als 2008. Viele haben es vergessen. 2008 war ja auch noch Grundrecht mit diesem Urteil verbunden, nämlich das Grundrecht auf Gewährleistung der Vertraulichkeit und Intimität von informationstechnischen Systemen, was leider zu meinem großen Ärger auch nach 7, 8 Jahren sehr wenig Widerhall gefunden in der Gesetzung. Denn eigentlich bezieht sich dieses Grundrecht aus dem Jahr 2008 längst nicht nur auf staatliche Spionagesoftware, sondern auch explizit in der Rede, dass man
bei Festplatten beschlagnahmt und durchsucht, ebenfalls grundlegende Rechte zu beachten wird. Und dass ich, wenn man mal sagen, wie es heißt, und ich, wenn man sich nicht von der Namensuche anmacht, dass der Staat zu gewährleisten hat, dass, zu sagen, dass alle Angriffe in gewisser Weise die Vertraulichkeit und Integrität von informationstechnischen Systemen betreffen, dass er zu gewährleisten hat, dass da die Grundrechte beachtet werden. Und ich glaube, das hat sehr wenig die Rechtssetzung ein, ja, also die Umsetzung letztlich nicht wirklich nicht niedergeschlagen. Der Unterschied ist eigentlich nur im zweiten Urteil vom BKA-Gesetz sind Passagen aus dem ersten Urteil 1:1 kopiert, insbesondere wenn die sogenannte Quellenartikel betrifft. Die Quellenartikel ist der Amtsdeutsch für einen speziellen Staatstrojaner, der sich nur auf laufende Kommunikation bezieht. Der also nicht wie andere Spionagesoftware staatlicher Art die Daten auf einer Karte lesen kann und auswerten kann, sondern sich lediglich auf laufende Kommunikation bezieht. Das heißt, er hat Quellenticker für Quelltelekommunikation. Ich werde auf diese fachspezifische Details gerne nochmal eingehen. Ich will ein Beispiel bringen, was mir wichtig ist, denn es ging ja nicht nur darum, dass durch den Staatsfeuerhack belegt war, inwieweit die damals im Einsatz befindliche Staatsfeuerhack-Software definitiv rechtliche und auch technische Grenzen überschritten hat, sondern dass tatsächlich auch in diesem Kernbereich aktiv eingegriffen wurde, und zwar zweimal. Hier zu lesen ist es aus dem Ursprung immer noch als NFD vertraulich, also nur für den Dienstgebrauch vertraulich, eingestuften Bericht des damaligen Bundesdatenschutzbeauftragten Peter Schaar, da hatten wir ja noch einen, aus dem hervorging, nämlich dass nicht nur mehrere Telefonsexgespräche transkribiert wurden mit dem Staatsfeuer, also aufgezeichnet wurden, sondern auch transkribiert, der Eingriff wird doppelt. Denn in beiden Urteilen geht es nämlich nicht nur um die Erhebung aus kernbereichsrelevanten Daten ist schon fragwürdig, aber natürlich insbesondere auch die Auswertung. Also hier wurde zweifach sozusagen gegen die Vorschriften in Bezug auf die Grundrechte der Personen verstoßen. Ich hatte damals, also man findet übrigens den Bericht, der steht auf ccc.de, wir haben sie damals geliebt. Ich fand es damals auch sehr gut, zu lesen, weil man natürlich, also wenn man dann irgendwie, wenn man über so eine technisch-rechtliche Perspektive mit dem Papier liest, man plötzlich hat man irgendwie so Telefonsex. Okay. Wir haben kurz vor dem Urteil noch was anderes erfahren. Ich denke, es war zeitlich auch kein Zufall. Dann wird man ungefähr, ich habe es nicht genau im Kopf, aber ich denke so 3 Wochen vor dem Urteil, wo auch schon klar war, dass das Urteil verkündet wird. Also Gericht hatte schon gesagt, dass das Urteil kommt. Es gab jetzt so eine Berichterstattung darüber, über die Funktionsumfang des derzeitigen Staatstrojaners, wobei natürlich immer die Frage ist, reden wir über Bundesbehörden und Landesbehörden, was ist das für ein Trojaner, aber er orientiert sich auf jeden Fall an dieser Leistungsbeschreibung, die zwischendurch nach dem Staatstrojaner gestellt wurde. Aber wir wollen die SSA immer noch ein Bundestrojaner, aber er ist nach wie vor für Skype ausgerichtet, was auch insbesondere die Polizeigewerkschafter beklagen. Und er hat keine technischen Lösungen bisher für laufende Kommunikation, etwa bei WhatsApp, Streamer oder Telegram oder andere sozusagen solche Programme. Und es gibt bisher noch immer keine Software für Smartphones. Das heißt, wir reden ja nicht von Computern, sondern wir reden von informationstechnischen Systemen, also alle Arten von, die man sich so vorstellen kann. Aber die derzeitige technische Lösung ist nach Angaben sozusagen der Behörden selbst zu benutzen. Eben nur fürs Geld. Das sieht in anderen Ländern ein bisschen anders aus, wie vielfach auch diskutiert wurde. Ich will nachher noch ein bisschen darauf eingehen. Das ist nämlich auch gefallen, ich will nachher noch als kurz was zu Österreich sagen, wo auch der Staatsfeuerwehr in der Debatte ist. Da hatte man die öffentliche Diskussion aus meiner Sicht ganz anders. Also da war Skype gar nicht mehr im Mittelpunkt, wie hier seit 10 Jahren, wo man immer über Skype redet, sondern da wurde eigentlich sehr viel mehr über WhatsApp und dergleichen gesprochen. Generell, also die Leistungsbeschreibung, die man mittlerweile auch im Netz findet, ist natürlich ein zentraler Punkt, der auch in der Anhörung jetzt bei dem Urteil ein wichtiger Aspekt war, weil sie natürlich daran die technischen Möglichkeiten festgeschrieben haben, also wie sie versuchen, technisch umzusetzen, was ihnen rechtlich vorgeschrieben ist. Ich habe schon gesagt, es ist 20. April,
for the record, sozusagen die Nummern, unter denen man die findet, ich will noch darauf hinweisen, /09 bezieht sich auf das Jahr. BKA-Gesetz lag unglaublich lange bei dem Gericht, eben zu dem Urteil kam. Das Urteil ist selbst auch relativ lang, insgesamt 18 Seiten. Und das ist noch ohne die Sonderboten, denn es war kein gemeinschaftliches Urteil, sondern einige der Richter haben abweichende Sonderboten abgegeben, die übrigens auch sehr interessant zu lesen sind, aber eigentlich auch unter 18 Seiten, von denen sich aber nur, ich würde sagen, 25 oder so in dem Dreh tatsächlich um Staatsbürger dreht. Und es ging um beide Sorten der Staatsbürger, einmal die Quelltiker für die laufende Kommunikation, aber auch für die Online-Durchsuchung. Teile des BKA-Gesetzes bleiben unweit, also ich habe jetzt sozusagen mal ein bisschen die Sprache der Juristen übernommen, unverhältnismäßig in den Kernbereich private Lebensgestaltung ein, also insbesondere bei den heimlichen verdeckten Überwachungsmaßnahmen war der Kernbereich eine große Debatte. Es gibt Beschränkungen, die das Gericht auferlegt hat, nicht alle Teile sind verfassungswidrig und auch nicht alle Teile wichtig, aber es gibt gewisse Schranken, die bei den heimlichen Überwachungsmaßnahmen dann auferlegt wurden, betrifft also nicht nur Staatsbürger beider Arten, sondern auch die Wohnraumüberwachung und die Telekommunikationsüberwachung. Ich fasse jetzt nicht zusammen, das Urteil ist natürlich sehr viel länger. Die sind aber für diese beiden Arten von Trojanern nicht sofort sozusagen bindend, sondern der Gesetzgeber hat eine Frist zum 20. April 2018. Moment, ich habe es notiert. 30. Juni 2018, um die Vorgaben umzusetzen, also eine verhältnismäßig lange Zeit. Deswegen geht es immer so ein bisschen, achso, der dritte Aspekt, den will ich nicht unerwähnt lassen, auch weil irgendwo mal ja sehr schöne Stellungnahme abgegeben hat in Bezug auf die Datenübermittlung an ausländische Behörden und jetzt auch wieder eine Rolle spielt, weil aus meiner Sicht im aktuellen Antiterror-Paket dieses Urteil ganz klar missachtet wird und übrigens auch ein Urteil zur Antiterror-Datei. Denn hier sind ja auch einige Vorgaben. Aber bei diesem Aspekt wurde bisher wie oder verhältnismäßig wenig berichtet. Deswegen immer wieder betone, dass es diese beiden Sorten Staatsfeinde gibt, nämlich also die Online-Durchsuchung für die gesamte Festplatte und die Quell-TKÜ für laufende Kommunikation. Man hat natürlich in gewisser Weise auch eine Schuld. Bei beiden Anhörungen, also 2007, auch 2015, also jeweils bei den Urteilen, haben wir immer zusammen übrigens mit allen technischen Sachverständigen, die da jeweils waren, ich erinnere auch damals noch der Andreas Witzmann, der leider verschaut ist, immer argumentiert, dass diese Unterscheidung artifiziell ist und das aus technischen Gründen nur sehr schwer aufrechtzuerhalten ist. Weil man letztlich, und das ist im Urteil 2008 sonnenklar formuliert, damals von Peter Hoffmann-Riehen, die Infiltration des Systems der Punkt ist. Und Grundrecht bezieht sich auch auf die Gewährleistung der Identität, also Informationstechnik des Systems. Und der Knackpunkt ist die Infiltration. Ich mache also den Rechner ohnehin auf. Interessanterweise ist im neuen Urteil ganz juristisch pragmatisch gelöst. Da steht nämlich dann so drin, naja, wenn sie ja technisch nicht hinkriegen, sich nur auf laufende Kommunikation zu kaprizieren, woher, dann kann er halt hier eingesetzt werden, wenn technisch nicht möglich ist. Fand ich eine interessante Lösung. Aber das liegt natürlich auch daran, dass sie sich nicht intensiver mehr damit befasst haben, sondern eigentlich nur mit den Schranken, die sich beziehen auf den Kernbereichsschutz, also welche finanziellen Schranken dazu gehören. Faktisch ist im neuen Urteil anders als in dem alten die Quellen-TKÜ als Kommunikationsüberwachung klassifiziert. Das ist aus meiner Sicht ein gewaltiger Unterschied schon deshalb, weil die Kommunikationsgeheimnis nach Artikel 10 ohnehin ein unfassbar löchriger Käse ist. Die Debatte schon seit langer Zeit eigentlich immer nur noch darum dreht, welche Aspekte beim Abhören der Telekommunikation überhaupt noch als geschützt werden. Und wir müssen natürlich eigentlich bei der Telekommunikationsüberwachung auch mal über den Kernbereichsschutz reden und so weiter, gar keine Frage. Aber die neue Klassifikation ist natürlich eine Absenkung der Schranken. Insofern hat mich das Urteil natürlich nicht gefreut. Es gibt natürlich positive Aspekte, die sich auch darauf beziehen, dass es Berichtspflichten geben wird, den BKA zu erfüllen. Aber das betrifft natürlich jetzt auch nur spezielle, und zwar diese Bundesbehörde. Und wir haben ja sozusagen die Rückkehr der Regierungsmalware in sehr vielen Ländern. Aktuell schreibt der CCC eine Stellungnahme für Thüringen, wo das Vorhaben da ist,
Wir haben aber viele Bundesländer, insbesondere im Süden Deutschlands, wissen wir auch positiv, dass es zum Einsatz von Staatsfeuern kommt. Wir haben ja so eine Art Moratorium, allerdings endet jetzt ein politisches Moratorium nach dem Staatsfeuerhack, aber es hat sich natürlich mit der öffentlichen Aufmerksamkeit auch dann so langsam, und dass man viel darüber gesprochen hat, erledigt. Kurz nach dem Urteil gab es eine Zusammenkunft der Landesinnenminister, Landesjustizminister, die nochmal die Protokolle gegeben haben, und hat niemand großartig überrascht, dass die Quellen-TKÜ ein unverzichtbares Instrument der Strafverfolgung sei. Eine inhaltliche Begründung dafür haben sie sich leider geklemmt, aber das ist ja so selbstverständlich, in der die sicherlich alle verstehen. Weiterhin war von der Landesjustizministerkonferenz zu gehen, dass man erhebliche finanzielle Mittel dafür zur Verfügung stellen wird, um unsere Rechner zu hacken, und die Aufforderung an den Bundesjustizminister Heiko Maas, doch bitte eine Rechtsgrundlage zu schaffen. Und zwar also für die Quellen-TKÜ. Die Untersuchung war nicht wirklich Thema, die Absenkung der rechtlichen Grenzen für diese Quellen-TKÜ-Trojanisierung hat dazu geführt, dass darüber sehr viel mehr gesprochen wurde. Ich habe die nächste Woche einen öffentlichen Termin mit Heiko Maas. Wir werden mal fragen, ich war mal sehen, was ich sage. Weiß ich gar nicht. Jetzt noch eine andere Entwicklung, die ganz interessant fand, weil da ist auch kürzlich öffentlich geworden, nämlich die Idee, in eine technische Wettrüstung in gewisser Weise einzusteigen, nämlich eine Initiative, die Bundesregierung ausgeht, zur Schaffung einer eigenen Behörde mit dem Namen TIS, um sozusagen technische Grundlagen für die Umgehung von Verschlüsselungssystemen, die ich jetzt hier mal dreist, den systematischen Angriff auf Verschlüsselungssysteme genannt habe. Das ist eine, aus meiner Sicht eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht daran ist wohl, dass wir, wie soll ich das formulieren? Eine gute und eine schlechte Nachricht. Also eine ist, für mich heißt es politisch natürlich in gewisser Weise, dass die Idee, man könnte sich auch eine gesetzliche Hintertür für Verschlüsselungssysteme überlegen, damit wohl vom Tisch ist. Das ist ja auch eine gewisse politische Richtungsentscheidung. Das heißt aber natürlich auch, dass sich das Verhältnis zum DSI vielleicht ändern wird. Möglicherweise hat er der neue Chef damit zu tun. Also das ist schon interessant, wie sich sozusagen innerhalb der Zuständigkeiten der Behörden dann auswirken wird, und das halt zu beobachten sein, sicherlich auch politisch, aber auch, wie sie diese neue Behörde dann aufstellen, weil wir alle den noch sehen. Aber ich denke, passt halt genau in diese politische Richtung, dass mit dem zweiten Urteil letztlich eine neue Welle von politischen Initiativen in Bezug auf Trojanisierung und auch Umgehung von Verschlüsselung beginnt. Der Punkt an dem Staatsfeuerlein sollte vielleicht nochmal verdeutlichen, war natürlich immer, schon von Anfang an, ging schon 2006, 2007 los in der Debatte, dass man die Entwicklung hatte, dass die modernen Betriebssysteme alle standardmäßige Verschlüsselung langsam anboten, dass sie Verschlüsselung auch durchsetzte bei der Kommunikation. Also der Zusammenhang war immer klar, dass man irgendwie Verschlüsselung umgehen wollte oder auf den Rechner rauf wollte, bevor der User verschlüsselt. Also der Zusammenhang ist relativ deutlich. Insofern, ja. Vielleicht sollte man nochmal eine andere Sache betonen. Ich habe jetzt auch aufgeschrieben aus dem Urteil, wenn ich korrekt zitieren will. In dem neuen Urteil fand ich mich ganz interessant, dass sich der ganze Schutzgedanke immer nur auf die Auswertung der Daten bezieht, nicht mehr auf die Erhebung. Das ist mir eigentlich sehr aufgefallen. Und zu sagen, die Vorkehrungen, die dem Gericht vorschreibt, bezieht sich auch auf die Auswertung. Das heißt, die eigentlich aus dem Urteil zum großen Lauschangriff kommt die Idee, dass der Kernbereich, der heißt dort auch so, die Juristen haben das so genannt, der absolut geschützte Kernbereich der privaten Lebensgestaltung, sozusagen nicht angetastet werden soll, ist damit im Prinzip vom Tisch. Denn wir erinnern uns vielleicht oder einige, dann sich, ich muss das auch nachlesen, in dem Streit um den großen Lauschangriff, wo damals ja die Justizministerin Sabine Rösser-Schallenberger zurücktrat, die in der Datenbank Manzen im Schlafzimmer aufbringen darf. Und
sozusagen in diesem dann potenziell in den Kernbereich eingreifen. In gewisser Weise ist aus meiner Sicht auch deshalb aufgegeben worden jetzt, weil man die technischen Möglichkeiten dafür nicht wirklich mehr sieht. Im Urteil steht Folgendes in Bezug auf den Trojaner. Und zwar, dass er seinem Gewicht nach, ich zitiere, mit dem Eingriff in die Unverletzlichkeit der Wohnungen vergleichbar sei. Jetzt überlegen wir uns das mal kurz. Er ist vergleichbar in seiner Eingriffstiefe mit dem Eingriff in die Unverletzbarkeit der Wohnung. Wir überlegen uns alle mal, welche informationstechnischen Systeme wir haben, welche Sensorik wir haben, welche Speichermöglichkeiten, was wir da in unserem Leben tun. Ist es tatsächlich vergleichbar? I beg to differ. Ich finde, dieser Vergleich ist nicht mehr adäquat, wenn man darüber redet, was wir heute mit diesen informationstechnischen Systemen machen und was wir vor allen Dingen in sehr naher Zukunft und einige von uns schon jetzt damit tun werden. Also ich finde, der Vergleich hinkt auf vielen Ebenen und ich finde es ausgesprochen schade, dass sich im aktuellen Urteil die Richter nicht mehr intensiv mit der Technik auseinandergesetzt haben, was sie definitiv getan haben im 2008. Ich denke, Fragen der Grundrechte sind Rückschritt, aber Fragen der Zeitgeistnähe sind aus meiner Sicht verständlich. Denn der Zeitgeist und auch, wenn wir vielleicht die US-amerikanischen Debatten verfolgen, die sich jetzt, Apple FBI wäre ein Beispiel dafür, aber auch andere Debatten, bei der Frage der Hintertüren, überhaupt nicht die Frage. Dann, Ingo, willst du mir noch mal eine Zeit? Okay, ich habe nur 2 Minuten. es scheint mir das sehr deutlich. Es ist in gewisser Weise auch eine meinungsmäßige Trendwende gab. Insofern passt es schon in die Zeit. Wer mal Lust hat, er sollte auf jeden Fall auch die Sondermeldung lesen. Da sieht man mal, wie das Urteil hätte auch stimmen werden können. Ich habe noch einen kleinen Bonus, ich will aber nur ganz kurz darüber reden, der sich darüber näher informieren will. Der Kraftbegriff Wien und der CCEV, also der deutsche CCEV, haben gemeinschaftliche Stellungnahme abgegeben, zusammen übrigens mit sehr, sehr vielen anderen Juristen, Verbänden, NGOs, die sich in Österreich dagegen wehren. Das ist sehr spannend zu lesen, da sind ein paar Sachen, die anders kommen sollen, als es hier üblich ist. Zum Beispiel fand ich eine unglaubliche Dreistigkeit, dass der österreichische Justizminister nicht nur ein paar Details über den dort ziemlich teuren Staatsfinanz erzählt hat, sondern dass er zum Beispiel auch den Wohnungseinbruch, um gemütlich die Spionagesoftware in der Abwesenheit des Wohnungsbesitzers aufbringen zu können oder so, damit plant, ist schon nochmal einiges happiger als in Deutschland und soll, also ist für Beginn 2017 geplant. Also wir werden gelesen, es gibt sehr schöne Stellungnahmen, wir werden leider eine abgegeben, aber die sind alle erwähnenswert aus meiner Sicht. Da kann ich jetzt sozusagen nicht näher darauf eingehen. Obwohl hier ein paar interessante Unterschiede liegen meiner Ansicht nach. Es gibt aber durchaus die deutschen Diskussionen hier in gewisser Weise mit eingefasst. Scheint mir schon, wenn man die liest. Ich muss mit irgendeinem abhellen. Das ist sonst so negativ, oder? Ich weiß, schickt uns Staatsrojaner Exemplare, falls ihr welche findet, weil mir gerade nichts was einfällt. Also ich glaube natürlich, dass man zum einen politisch dagegen kämpfen muss. Auf Landesebene sind ja einige Gesetzgebungsverfahren gegangen. Das System wird auf jeden Fall tun für Thüringen. Aus meiner Sicht lohnt sich das prototypisch. Weil natürlich erst einmal nach dem Urteil neue Regelungen kommen und das ist immer spannend, wie man darüber politisch debattieren kann. Ich glaube aber, dass wir auch alle aktiv daran mitwirken müssen. Ich sagte eingangs schon, dass man die Urteile interpretiert, ja. Und dass man sich dagegen wehrt, dass die sozusagen als Gesetzesvorlage genutzt werden und nicht immer in dem Verständnis, dass sie mit äußerstem Maß sind. Und im Übrigen, gerade wenn man jetzt das Antiterrorpaket der Regierung sieht, wo sie den aktuellen Urteil, aber auch das Urteil zur Terrordatei schlicht missachten, dann müssen wir da auch hinweisen, aber das können wir ja nicht machen. Außer die Ideen anders, ne? Na gut. Okay, also vielen Dank für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir in dem never-ending Fight against Malware staatlicherseits doch noch einen Siegreich hervorgehen. Und bedanke mich. Tschüss.